So, meine Lieben, ich hoffe, dass ihr mir nicht böse seid, wenn ich was mal ein ganz einfaches Mini-Tutorial mache für Handys. Ich habe mir extra einen Emulator, also so einen Simulator für Android, also für Handys, typische Handys heruntergeladen. Der ist ein bisschen, naja, langsam und so weiter, aber das ist jetzt nicht so schlimm. Wenn ich sage, Leute, guckt doch mal in die Videobeschreibung, dann ist hier so ein. Hier ist er nicht richtig dargestellt, so ein Pfeil nach unten. Wenn man da draufklickt, dann sieht man hier unten diese Videobeschreibung. Zum Beispiel am 6.7. veröffentlicht. Seht und hört selbst hier die Links zu Telegram, BitChute und so weiter. Leute, und da drauf gehen, das ist wichtig. Wenn ich das im Video sage, und da muss man aber auch wirklich mal bis zum Schluss zuhören und nicht gleich sagen, ja, ich muss jetzt was Schönes kommentieren, jetzt muss ich mal meine Meinung loswerden. Ja, auch, aber auch erstmal zuhören. Das hat doch alles seinen Sinn. Ich mache es doch nicht aus Dummheit oder Blödheit. Ja gut, vielleicht denkt das mancher, aber das ist das Wichtige. Also nochmal, hier im Allgemeinen an der Ecke, wenn man beim Handy guckt, ich möchte jetzt gar nicht erst umstellen auf Querformat, aber Hochformat, da ist hier diese kleine Ecke. Und wenn man die anklickt, dann sieht man hier die Links. Und wenn man da drauf geht, dann kann man solche Sachen haschen, die ich meine. Und in diesem Fall ist es wichtig, dass wir etwas tun. Etwas tun, jetzt schaltet er um auf die entsprechende, aber das dauert alles. Etwas tun, was meine ich damit? Wir müssen endlich alles dafür tun, dass wir diesen Blödsinn zu Ende bringen. Das ist doch das Schlimme. So, wir haben doch im Moment einen Zustand, wo die Schlafenden durch die Welt gehen, wo man sagt, um Gottes Willen, was ist denn hier los? So, in der Zeit ruft der BitChute zum Beispiel auf und ich würde euch empfehlen, nee, ich empfehle euch, immer BitChute zu verwenden, das geht am einfachsten, denn es hat nicht jeder Telegram auf dem Handy. Die meisten haben WhatsApp und so weiter. Und jetzt guckt euch mal diesen Spruch an, den habe ich eigentlich nur dafür da, damit ich, Achtung, damit ich den Desktop verstecken kann. Und zwar ein schöner Spruch eines Franzosen. Jeder wusste, dass es unmöglich war. Es kam ein Idiot, der es nicht wusste und der es tat. Und in diesem Sinne, lasst uns meinetwegen Idioten sein, aber lasst uns endlich etwas tun, was vernünftig ist, was uns diesen Zustand beseitigen hilft. Wenn ich also sage, Leute, guckt auf BitChute, dann sage ich das nicht umsonst. Da ist die eigentliche Anleitung. Das können wir im Moment hier auf YouTube nicht sagen. Das wissen wir doch selber. Ansonsten wird das alles wieder gesperrt und so weiter und so fort, ne? Gut, ja, ich weiß, es gibt jetzt welche, die sagen, hä, der muss es nicht bevormunden, das weiß ich selber. Aber ich sehe es doch an den Kommentaren. Erstens der Inhalt der Kommentare und zweitens, was für Kommentare da kommen. Da weiß es keiner und was mache ich denn nur? Was meinen Sie denn überhaupt? Ich weiß nicht, was ich tun soll, wie geht's weiter? Das ist kein Vorwurf, das ist normal. Ich weiß auch nicht alles. Bloß, in diesem Fall mache ich es mal. Der Oberlehrer hat gesprochen, ne? Na gut. Liebe Leute, gute Nacht und bedient euch des Handys. Ja, weil das Ding so langsam ist, geht es jetzt hier nicht weiter. Ist jetzt auch nicht so schlimm. Ihr wisst was, wir machen, wir tun was und geht auf die Videobeschreibung. Ich sage das nicht umsonst. Da ist die eigentliche Anleitung, was wir tun. Denn wir machen es gut. Also, das haben übrigens schon viele verstanden, ne? Na denn, ich wünsche euch eine gute Nacht, schlaft schön und wenn es dann soweit ist, immer in die Videobeschreibung gucken. Da steht viel, viel Wichtiges drin. Die blauen Links. Also, gute Nacht. Bis denn. Tschüss.